Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen hier bei uns auf Neu1 zum Neu1-Journal. In unserer Sendung haben wir einen Tipp für Kunstinteressierte in Neubrandenburg und wir schauen uns Parkraumbewirtschaftung in der Viertore-Stadt an. Da geht es ja nicht mehr nur um Stellflächen, sondern auch um das Thema E-Mobilität. Beginnen wollen wir mit kurzen Streiflichtern, unter anderem aus dem HKB. Wir haben eine tolle Agenda. Die Viertore-Stadt Neubrandenburg und der Seniorenbeirat der Viertore-Stadt luden am 20. November zur zweiten Neubrandenburger Seniorenkonferenz ein. Diese Veranstaltung wird nach erfolgreichem Auftakt 2021 nun alle zwei Jahre durchgeführt. Ziel ist es, die Belange älterer Mitbürger stärker in den Fokus zu rücken. Übergeordnetes Thema dieser zweiten Konferenz war das Wohnen im Alter. Und jetzt wollen wir mal dazu sehen, was es also für Ansätze hier gibt in Neubrandenburg, was Neuwoba und Neuwoges uns dazu sagen können. Und im Endeffekt wollen wir das Ganze abrunden mit dem Thema Einsamkeit, weil Einsamkeit im Alter, alleine wohnen und so, spielt alles eine gemeinsame Rolle. Und da wollen wir sehen, welche Lösungsansätze uns heute gegeben werden. Mehr als ein Viertel der Neubrandenburger Bevölkerung ist heute über 65 Jahre alt. Den beiden großen Wohnungsunternehmen in der Viertore-Stadt kommt besondere Verantwortung zu, wenn es darum geht, Einwohnerinnen und Einwohnern ein möglichst lange selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Umgebung in den vertrauten vier Wänden zu ermöglichen. Hier kommt barriereärmerer, am besten barrierefreier Neubau zum Tragen, aber in noch viel größerem Maße die bauliche Anpassung von Bestandswohnraum. Neuwoges wie Neuwoba haben dafür seit Jahren Konzepte und bereits Millionen investiert. Eine weitere Säule sind Pflege- und Hilfsdienstleistungen sowie ein Angebot an zeitgemäßen Wohnformen für das Alter. Auch Expertinnen und Experten der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern und der Hochschule Neubrandenburg beteiligten sich mit Vorträgen an dieser Fachtagung. Eingeladen waren Vereine und Verbände sowie interessiertes Publikum aus der Viertore-Stadt. Am 20. November setzte die Viertore-Stadt ein symbolisches Zeichen zum Tag der Kinderrechte. Auf dem Rathausvorplatz sollte die blaue Flagge von UNICEF wehen. Im Foyer stellte zuvor der Fachbereichsleiter für Schule, Dominik Meyer zu Schlochtern, einige Fragen an Schüler der Grundschule West zum Thema Kinderrechte. Dann wurden gemeinsam mit dem stellvertretenden Stadtpräsidenten Prof. Dr. Roman Oppermann die blauen Flaggen gehisst. Wehrkids der Neuwoba auf spannender Entdeckungsreise. Das Regionalmuseum Neubrandenburg durfte in nächtlicher Dunkelheit durchstreift werden. Was hat es mit einem Wildschwein in der Viertore-städtischen Vergangenheit auf sich? Warum schmücken Adorantinnen zwei der Stadttore? Museumspädagoge Daniel Reich verstand es auf Anhieb, die Kinder mit Geschichten und Entdeckungen in den Bann zu ziehen. Eine Nachtwanderung durch die Vergangenheit Neubrandenburgs, die nicht nur Spaß machte, sondern den Kindern wohl unvergesslich wichtigen Bezug zu ihrer Heimatstadt vermittelte. Beruf bin ich Tanztherapeutin. In meinen Gruppen sehe ich täglich Menschen, die in ihren Bewegungen eingeschränkt sind oder Schmerzen haben. Ich empfehle gerne Rosaxan. Das hat mir geholfen, aktiv und beweglich zu bleiben. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.
frische Produkte in Bio-Qualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich. Hier auf Neu1, das Neuwoges-Magazin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Festjahr für Neubrandenburg zählt schon seine letzten Wochen. Aber noch steht einiges auf dem Programm. Auch für Kunstinteressierte gibt es im Dezember noch einmal ein großes Highlight. Über das gesamte Festjahr 2023 wurde in Neubrandenburg an vielen Ecken Kunst entdeck- und erlebbar. Das weckte nicht wenig Interesse bei Bürgerinnen und Bürger. So waren etwa die Kunstsammlung, die City-Galerie, aber auch Kunst am Hafen sehr gut besucht. Lokale und auswärtige Kunstschaffende hatten die Möglichkeit, ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen und sich zu etablieren. Um das nicht abreißen zu lassen und noch einmal die gesamte Bandbreite der Neubrandenburger Kunstlandschaft sichtbar zu machen, wird am Sonntag, den 10. Dezember, eine Kunstmesse im HKB veranstaltet. Dazu haben sich RWN Art und Viertorestadt zusammengesetzt, um ein schönes Event zu organisieren. Die Stadt Neubrandenburg gibt den Künstlern eine weitere Möglichkeit, ihre Kunst zu zeigen, den Neubrandenburgern, die also hier, wenn sie den Weihnachtsmarkt sehen, so reinstolzieren können und schauen, was wird in der Umgebung Neubrandenburg produziert, was machen wir. Und nach der erfolgreichen City-Galerie ist dies ein weiterer Moment für Neubrandenburg, hoffentlich auch für die Zukunft Kunst beschauen zu können. Ungefähr 20 Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke aus. Dabei wird von Malerei in jeglicher Form bis hin zu Grafik und Plastik ein breites Spektrum abgedeckt. Vor Ort wird es auch die Möglichkeit geben, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen. Dabei kann nicht nur geschaut, sondern auch gekauft werden. Allgemein zeigt die Messe einen guten Querschnitt durch die Kunstszene in Neubrandenburg, welches bei Einzelprojekten wie der City-Galerie schwierig war. Die City-Galerie hatte jede Woche einen Künstler. Hier kommen alle Künstler auf einmal zusammen, zeigen ihre Produkte und hoffen, jemanden begeistern zu können, die dann auch mit nach Hause nehmen zu wollen. Man bekommt einen generellen Überblick, was wird hier gemacht. Und das ist halt wichtig. Die Galerie zeigt nur eine Person auf einmal, wenn man das verpasst hat, wenn man gerade nicht da war. Hier hat man sie alle zusammen und kann sich der Kunst hingeben. Die erste Neubrandenburger Kunstmesse im HKB am 10. Dezember zwischen 11 und 17 Uhr. Alle kunstinteressierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Jetzt wollen wir Ihnen Einblicke gewähren in ein Tätigkeitsfeld der Neuwoges, das nicht direkt mit der klassischen Vermietung von Wohnungen zu tun hat. Das kommunale Unternehmen ist in Neubrandenburg nämlich auch mit Parkraumbewirtschaftung befasst. Die Neuwoges ist der größte Wohn- und Gewerberaumvermieter Neubrandenburgs. Der kommunale Konzern zeichnet mit seinen Sparten aber auch für weitere Infrastruktur in der Viertorestadt verantwortlich. So ist das Geschäftsfeld Neuwoges Mobilität mit öffentlicher Parkraumbewirtschaftung an 7 Standorten für verschiedene Auftraggeber tätig. In Zahlen sind das rund 2500 Stellflächen und über 1 Million Parkvorgänge jährlich. Wir sind zu diesem Thema im Parkhaus Pferdemarkt verabredet. Denn hier gibt es nicht nur neu geschaffene, zentral gelegene Parkkapazität zur Entlastung der Innenstadt. Hier ist auch die Leitzentrale der Neuwoges Parkraumbewirtschaftung eingerichtet. Alle Fäden laufen technisch und organisatorisch an diesem Punkt zusammen. Mitarbeiter Reiko Jacht und seine Kollegen lösen tagtäglich kleine und große Probleme, haben unzählige Parkvorgänge und modernste Technik im Blick.
Denn ohne die geht es heute nicht mehr. Nach intensiver Einarbeitung leistet sie zuverlässig wertvolle Dienste. Für Parkplatznutzende läuft all das unauffällig im Hintergrund. Und auch weniger technikaffine Menschen müssen keine Angst vor zu viel Automatisierung haben. Es steht im Problemfall immer ein Ansprechpartner aus Fleisch und Blut zur Seite. Wir sind 24/7 wirklich erreichbar. Wir haben einen Schichtdienst außerhalb des Spätdienstes. Es ist umgestellt auf den Wachschutz. Auch der kann dort ganz einfach reagieren, wenn es irgendwo hakt, eine Schranke aufzumachen. Also, dass es da kaum großartige Störungen gibt. In der Regel läuft alles reibungslos und selbsterklärend. Das gilt besonders für das ticketlose Parken. Dieses nutzerfreundliche System ermöglicht per Kennzeichenerkennung einfaches Ein- und Ausfahren, ohne umständlich einen Ticketautomaten bedienen zu müssen. Und auch zur Bezahlung braucht nur das eigene Kennzeichen eingegeben werden. Ticketlose Parkabwicklung hat aber noch einen großen Vorteil, an den vielleicht nicht jeder gleich denkt. Sonst haben wir immer 1 Million Tickets pro Jahr bestellt, also Papiertickets, und konnten durch die Erneuerung der Parkierungstechnik auf den 3 Novogus-Parkplätzen das reduzieren auf 500.000, also auf die Hälfte. Und dadurch werden natürlich auch die Umwelt und viele Bäume gespart können wachsen sozusagen. Und wir tun der Umwelt auch was Gutes, indem wir umgestellt haben auf so eine moderne Anlage. Umgestellt im Parkhaus Pferdemarkt, in der Tiefgarage Stadtringtreff und auf dem Parkplatz Tillischanzenstraße. Trotz teilweiser und kurzzeitiger Sperrung für Pflegearbeiten während unserer Dreharbeiten wollen wir uns jetzt hier abschließend auch einer weiteren wichtigen Aufgabe der Neuwoges Mobilität widmen: dem Ausbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Insgesamt bewirtschaftet die Neuwoges 34 öffentliche Ladepunkte im Stadtgebiet, darunter 2 Schnellladepunkte am Parkhaus Pferdemarkt. Stand Oktober 2023, denn es wird weiter ausgebaut. Also wir haben allgemein geplant, im gesamten Stadtgebiet die Ladeinfrastruktur zu verteilen. Wir haben für 2023 7 Standorte geplant. Die werden auch noch bis zum Jahresende entstehen und nachzulesen auf der Neuwoges Homepage. Da haben wir eine Karte gelistet. Da kann sich jeder die Standorte rausfiltern. Mit diesem Hinweis auf weitere Informationen im Internet endet unser kleiner Einblick in Aufgaben und Arbeit der Neuwoges ganz abseits der klassischen Wohnungsvermietung. Gute Ideen gemeinsam verwirklichen. Unterstützt aus dem Nachbarschaftsfonds. Gleich informieren und Wünsche mitteilen. Die Neuwoba präsentiert Ihnen das Wetter auf Neu 1. Machen Sie mit und verwirklichen Sie gemeinsam Ihre Ideen. Gleich informieren und Wünsche mitteilen für Unterstützung aus dem Nachbarschaftsfonds der Neuwoba. Mit diesen Wetteraussichten für die letzten Novembertage geht unsere Sendung auch schon zu Ende. Am genau 1. Dezembertag sehen wir uns, so Sie mögen, dann hier an dieser Stelle wieder. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.
leben in einer Zeit, in der nichts unmöglich scheint. Chancen erkennen und wahrnehmen lautet das Motto, diesem Weg folgt auch Silvio Rehn. Der Neubrandenburger Jungunternehmer erfüllte sich seinen Traum von der Unabhängigkeit auf seine ganz eigene Art und Weise. Ich bin ja gelernter Hotelfachmann, habe dann bei der Bundeswehr 8 Jahre lang Fuß gefasst, wollte das aber danach nicht mehr und habe schon immer, ich sag mal, Interesse an Holz und an Glas gehabt. Und so bin ich auch in die Branche Haushaltsauflösung gerutscht. Ich habe ein Jahr Praktikum gemacht bei einer Entsorgungsfirma und da habe ich halt gemerkt, bei dieser Entsorgungsfirma, es wird auch viel einfach in dieser Richtung Haushaltsauflösung und Entrümpelung gesucht. Und habe mich dementsprechend dann in dieser Fachrichtung selbstständig gemacht. Und habe jetzt halt einfach mein Hobby zum Beruf gemacht und meinen Traum mir eigentlich erfüllt. Und ja, durch Rehndienstleistungen habe ich meine Traumfirma gegründet. Bereits seit einigen Jahren ist der versierte Unternehmer erfolgreich in Neubrandenburg und Umgebung unterwegs. Zügig, routiniert und zuverlässig arbeitet er Auftrag um Auftrag ab, leert Wohnung um Wohnung. Ich biete von Seniorenumzügen bis Haushaltsauflösung, die typische Kellerentrümpelung oder Gartenentrümpelung, häufig auch Garagenentrümpelung. Ja, aber häufig ist es einfach mal die normale Haushaltsauflösung, wo viele Menschen einfach die Zeit einfach nicht dazu haben, mich dann anrufen und sagen, können Sie mich mal unterstützen oder haben Sie mal einen Rat, wie mache ich das am besten, wie komme ich voran? Weil es ist einfach mal ein Zeitaspekt bei ganz vielen Menschen. Dann habe ich viel auch mit Kleintransporten zu tun, sprich Möbeltransport. Also ich sage immer gerne mal so das kleine Möbeltaxi. Das mache ich sehr häufig mal zu Roller oder zurück mal schnell. Und ja, halt Transporte im 5., 6. Stock, da machen die älteren Frauen oder die älteren Herren ja auch nicht mehr so gerne. Und da bin ich dann auch gerne mal als rechte Hand. Mein Motto ist ja auch, reden lässt niemand alleine stehen. Und dementsprechend helfe ich da und unterstütze da gerne. Neben der klassischen Haushaltsauflösung bietet Silvio Rehn jedoch auch weitere Dienstleistungen an, welche für seine Auftraggeber einen hohen Zeit- und Kraftaufwand bedeuten würden. Hier ist es eine normale Haushaltsauflösung. Leider ist die Dame verstorben. Die Angehörigen kommen nicht mehr nach Neubrandenburg. Dementsprechend habe ich jetzt den Auftrag bekommen, die Wohnung komplett zu räumen. Wenn ich die Möglichkeit habe, die Sachen immer noch zu verwerten für einen guten Zweck, versuche ich das immer noch die ersten Tage. Aber häufig ist es halt wirklich so, dass die Leute einfach das nicht möchten. Und dann geht es halt doch zum Entsorgungshof. Diesen Service ergänzt der talentierte und erfahrene Allrounder durch Umzugsberatung, Bürodienstleistungen, Bauservice oder Küchenmontagen. So lassen seine Angebote rund ums Haus, das Büro oder die Wohnung kaum Wünsche offen, gibt es kaum eine Arbeit, welche er nicht für seine Kundschaft erledigt.